Dasler Baucamp wurde geräumt. 3 Millionen Polizistinnen entfernten heute die Terroristinnen, die die Baustelle besetzt haben. Aber die stehen halt jetzt vor der SPÖ-Zentrale hier in Wien. Warum lassen sie nicht endlich die armen SUV-Fahrer in Ruhe? Wir fragen nach. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig möchte der Umwelt etwas Gutes tun und baut daher mehr Straßen. Die Terroristinnen hier finden das nicht so cool. Sie protestieren dagegen. Wenn ihr die Natur so liebt, wieso campt sie denn nicht in eurem Garten? Im Garten wird nichts zerstört. Das Klima ist doch eigentlich eh nicht mehr zu retten, oder? Doch. Wäre schon so rad, wenn die Politik mitmachen würde, aber das tut sie gerade überhaupt nicht. Ich meine, jetzt nichts machen, macht es auch nicht besser. Also würde man sagen, okay, wir geben auf und legen uns zum Sterben hin. Aber es wäre ein bisschen traurig, wenn man einfach aufgibt und es einfach noch schlimmer macht für die kommenden Generationen. Ja, man kann auch drauf scheißen und einfach mit dem SUV über die Donau fahren. Ja, wenn man von der SPÖ ist, kann man das. Das sind lauter Politikerschweine, die nur die Konzerne unterstützen. Und ich bin froh, dass die Jugend auf die Straße geht. Was machen? Das sollten wir wirklich. Es gibt aber viel Dringenderes als Klimaschutz. Warum kümmert ihr euch nicht um echte Probleme, so wie zum Beispiel die Rettung des Bitcoin? Gescheiße. Ja, gute Frage, stimmt. Sollte man eigentlich wirklich machen, ja? Also mir geht ganz ehrlich der Bitcoin am Arsch vorbei. Ich will nur den scheiß Labortunnel und die Stadtstraße nicht. Wenn es keine Bitcoins mehr gibt, werden wir nicht ersaufen auf dieser Erde und auch nicht an Hitze sterben. Schämst du dich nicht, dass du die Aspinakumie im Umsatz gebracht hast? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Bist du stolz drauf, oder was? Ja, schon ganz gut eigentlich, oder? Eure Generation ist verloren. Nein. Wieso kommen Sie mit einem Auto zu einer Klimademo? Ich darf ja nicht los. Krank, lassen Sie mich durch. Ja, krank, davor mit der Rettung. Du schläfst doch nur im Lobaucamp, um dich vor der Matura zu drücken, oder? Ich? Ja. Das ist aber lustig. Finden Sie nicht, dass die Polizei härter durchgreifen sollte? Das ist ja schließlich keine Impfgegner-Demo. Es gibt 3 Gründe, die SPÖ nicht zu wählen. Zwentendorf, Heilburg, Lobau. Und was war mit meiner Frage? Wegen der Polizei? Ja. Polizei ist uninteressant. Nein, um Himmels Willen, die sollen sich schleichen, wenn es geht. Nein, die soll sich zurückhalten, die Polizei. Bier trinken vielleicht mit uns. Ich finde, wir benehmen uns ausgesprochen gut und die Polizei soll genau dort bleiben, wo sie ist, nämlich am Rand. Wie ihr sicher alle mitbekommen habt, zahlt die ÖVP 160.000 Euro für tiefanalytische politische Umfragen. Wir machen es gratis. Welches Tier ist Michael Ludwig? Eindeutig ein Schwein. Ich denke an einen Waschbär, aber das ist so nett und ich mag Waschbären. Irgendwie, das tut mir fast leid. Ein Waschbär? Ein hinterpfotziger Pfau. Ein Maurer. Nein, das ist kein Tier, oder? Nein, das ist ein Mensch. Könnte auch Gestein sein. Wahrscheinlich, ja. Er könnte ein Fossil sein, ein Fossil. Faultier? Wildschwein. Betonsau vielleicht. Der Betonsau? Ja. Was ist das? Boah, das ist so wie der Hermann Mayer ein Wildsau gewesen ist. Das ist wahrscheinlich Ludwig Betonsau. Wenn der Michael Ludwig jetzt in der Kamera sitzt, was würden Sie ihm sagen? Er soll sich schämen. Sagen Sie es in die Kamera. In die Kamera, er soll sich schämen, der Ludwig. Boah, gescheißen hast. Fuck you, Ludwig. Mach ja, dich auch sozial, also nicht sozial. Du zerstörst den Planeten, Alter. Mir fehlen die Worte bei eurer Politik. Hallo Michael. Michael Ludwig, du Sesselpupser. Steh mal auf und mach was. Also hättest du gern, dass der Michael Ludwig ein paar Bäume pflanzt? Ja, das wäre sehr gut. Ich habe mir die Flächen schon angeschaut und da könnte man zum Beispiel einen großen Stadtgarten für viele Leute anlegen oder sowas. Bäume, Wiesen und Gärten statt Staus und Abgasen. Klingt ja ganz nett, aber wie wollen die Leute hier das durchsetzen? Lokalen Protest, lokalen Widerstand und eine globale, starke, solidarische Bewegung. Seite an Seite stehen, jeden Tag, egal wie hart man dran ist. Im Dezember hat die Stadt Wien begonnen, Jugendliche, die im Lobaucamp übernachtet haben, zu verklagen. Diese edle Tat wollen wir unterstützen. Diese Terroristen müssen sich endlich verantworten. Wir haben eine Anklageschrift vorbereitet. Es gibt kein Entrinnen mehr. Du wirst von unseren Anwälten hören. Die nächsten Jahrzehnte beschäftigen wir. Sie sind verklagt, Sie hören von unseren Anwälten.
Ja. Es wird nicht schön enden für dich. Hallo, seid ihr unter 12? Nein. Ah, dann seid ihr zu alt, um von der Stadt Wien verklagt zu werden. Ihr seid alle unter 12, oder? Wem darf ich das geben? Wir sind von der alle, Stadt Wien. Sind alle. Bitte. Rufen Sie Ihren Anwalt an, viel Glück. Sie können die Kinder dann im Gefängnis besuchen. Können Sie so ein bisschen wacheln damit? So. Jawohl, ja, genau so. Okay, dann protestiert mal schön. Mich holt jetzt erstmal mein Fahrer im SUV ab. Das war wohl... Nein. Kurz mal ohne Spaß. Wenn wir unseren Planeten weiterhin so an die Wand fahren, war das hier vielleicht wirklich unsere letzte Reportage.